Entschuldigung, das muss irgendwie sein. Willkommen zu einem neuen Let's Play Onimusha Warlords. Ja, ein Remastered von der PS2-Version für den PC. Ich freue mich drauf. Das Spiel ist etwas kürzer. Ich denke mal so, ja gut, mit meinem Spielstil und wenn ich jetzt schon wieder laber, werden wir hier so um die 6 Stunden, vielleicht 8 Stunden haben. Ich glaube, normalerweise schafft man es in 4 Stunden im Durchschnitt. Nichtsdestotrotz, ich habe das Spiel damals geliebt. Ich habe es nie selber gespielt. Ich war immer bei meinen Kollegen und ja gut, dann haben wir uns immer abgewechselt. Aber eigentlich hat er immer gespielt. Aber ich habe es immer gerne gesehen. Und ja, ich gehe mal eben in die Option. Ja, deswegen freue ich mich, das mit euch nochmal wiederholen zu können. Ich muss gleich mal gucken. Ich habe gelesen, dass man... vielleicht kann man das auch im Spiel machen. Es gibt dann eine neue Steuerung, weil es war damals noch diese, ja, Panzersteuerung, nenne ich es jetzt einfach mal, wie man sie vielleicht auch von Resident Evil 1 bis 3 kennt. Dieses Stehen und dann erstmal in eine andere Richtung gehen und das kann man hier ändern. Da so wären dann wahrscheinlich auch die Bosskämpfe etwas einfacher. Es ist halt auch von den Turok-Machern und so, wenn, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es ist so, und wie gesagt, ich freue mich mega drauf. Es weckt so ein bisschen ja, Kindheitserinnerung, auch wenn das vielleicht nicht damals für Kinder geeignet war, das Spiel. Und ich liebe ja, wie gesagt, Japan und ich freue mich immer wieder, auch angehauchte Spiele aus der japanischen Edo-Zeit spielen zu können. Und ich freue mich, das mit euch zusammen machen zu können. Stimmt. Japanisch ist sehr, sehr gut. Also es ist wirklich übertrieben gut gemacht, aber Englisch. Englisch. Ich kann es gar nicht aussprechen. Es ist so miserabel. Aber ich werde es trotzdem Englisch lassen. Es hat ja dann auch einen gewissen Charme vielleicht. Ich muss jetzt schon lachen. Ja, wir müssen mal gucken, wie es wieder mit Musikstimmen und sowas ist. Ansonsten mit der Steuerung, falls ich das jetzt am Anfang nicht finde. Ich kann ja mal kurz hier reingucken. Ansichttaste, Menütaste zum Bogen, Blocken, linker Stick, Charakter bewegen, Karte ansehen, Steuerkreuz, rechter Stick, Zielwechsel, Zielwechsel, Gegnersicht. Ich wusste gar nicht, dass das so viele Stile hat. Okay, vielleicht kann man das dann im Game wechseln, weil dann hat man halt nicht mal diese Panzersteuerung und ist ein bisschen agiler. Ja, neues Let's Play, Onimusha Warlords. Es ist 2019 und es stehen jetzt natürlich, wie ist es auch immer, natürlich kam Dezember für mich jetzt nicht speziell was raus, was ich Let's Playen wollte, da wo ich natürlich Urlaub hatte. Umso mehr jetzt erwartet uns im Januar, im Februar, im März und ich glaube sogar noch in April. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Ich habe es schon in der Voraufnahme, denn ich nehme noch Tales of Vesperia, das Remastered, auf, erwähnt. Ich habe zurzeit wenig Zeit und versuche im Moment sehr viel, ja, dann im Fort zu produzieren und auch möglichst viel mitzunehmen, auch wenn ich halt nicht viel aufnehmen kann zurzeit. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich zu dieser Gelegenheit komme. Und wie man es nicht anders kennt, das Spiel ist noch nicht gestartet und wir haben schon 4 Minuten rum und darum fangen wir jetzt einfach mal an. Neues Spiel bitte. Frage normal oder einfach? Ich weiß gar nicht mehr, ob das wie bei Resident Evil war, weil damals, zumindest nach meinen Kindheitserinnerungen, war einfach schon schwer für mich. Und normal war dann Hardcore für mich. Aber wir nehmen einfach normal, denn ich bin ja ein tougher Spieler. Capcom präsentiert. Thank you.
Nobolo Sugimoaro. Oder was auch immer da stand. Nobunaga has finally engaged the enemy. Der gute alte Oda Nobunaga. Entschuldigung. Sumonosuke. I will save Princess Yuki. Onimusha Warlords. Onimusha. Onisan. Lieber Samanosuke, ich schreibe dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du ihn rechtzeitig liest, um zu helfen. Dear Samanosuke. Oh. I am writing this letter in the hopes you will read this in time to help. Something is wrong within the Inabayama Castle. Some of the maids and servants have gone missing. And I fear that it might be the work of monsters. I am so scared, Samanosuke. People tell me that the monsters eat the maids and servants and then take their remains to someplace deep underground. When I told my brother Yoshitatsu about this, he did not seem interested. He is too busy preparing for his upcoming battle with Nobunaga. Samanosuke, although it has been a few years since we were forced to take separate paths due to the battle between my father Dosen and my brother Yoshitatsu,
You are still the only one that I can rely upon. I can only hope that you receive this letter and that you will find it in your heart to come and save me before it is too late. Yours faithfully, Yuki. Kleine Geschichtsstunde, Oda Nobunaga hat damals wirklich existiert. Es war damals ein Feudalherr, der viel geleistet hat mit seiner Gerissenheit. Und ich glaube, wenn ich mich nicht... If our princess is at the keep, there are two ways to get there. The western path or the northern passage. Kaede, I'll go north. You follow them through the other way. Understand. Wenn ich mich nicht irre, hat er auch Teile von Japan wieder zusammengeführt. War ein guter Mann. Ich interessiere mich ja, wie gesagt, extrem für die japanische Kultur. Wie das alte, wie das neue Japan. Ich krieg einfach immer Gänsehaut, wenn ich einfach über Japan rede. Ich muss jetzt einmal kurz ausschweifen. Dafür bin ich ja bekannt in meinen Let's Plays. Wenn ich irgendwie so Videos vom Malle oder irgendwie sowas gucke, nix. Gar nichts. Spanien, Frankreich, egal. Gucke ich Japan-Videos, Vlogs von irgendwelchen YouTubern, Dokumentation. Kriege ich Gänsehaut. Da fange ich an zu weinen. Das ist wie Titanic für mich, weil ich auch da sein möchte. Ich war noch nie dort. Aber irgendwann ist es soweit. So. Ah, es scheint die schnelle Steuerung sofort zu sein. Das ist interessant. Kann ich auch schlagen schon? Oh. Okay. LB war blocken, okay. Oh, das Menü, das Katana auf der Klinge dieses Kranenschwerts ist ein Muster zu erkennen. Das Katana ist die Lieblingswaffe von Samunosuke und gehört zu den Standardausrüstungen eines Samurai. Okay, Objekte, ein Kraut ist wahrscheinlich für Lehm, klar. Yukis Brief. Karte Nanamagari, okay, und zurück. Mehr gab es nicht. Machte man das hier mit den Seelen? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Man kann doch später noch Sachen aufbessern. Also ich auch nur noch düster. Kann ich mit ihm sprechen? Herr, bitte rette Prinzessin Yuki. Okay, kann ich auch hier hoch? Nee. Ah. Also, ich weiß, für viele vielleicht verstehen das jetzt gar nicht, aber ich... Es ist einfach schon so ein bisschen Nostalgie, wenn man auch hier auf die vorgefertigte Map hier rumläuft und dann... Ah, es ist irgendwie schön. Und ich werde jetzt bestimmt sofort sterben. Wie gesagt, ein paar Sachen kenne ich noch. Aber nicht mehr alles. Princess Yuki! Ich hab doch LB gedrückt, was soll das? Kann man auch irgendwie anvisieren? Ja, da war irgendwas, ne? Aua! Boah, die halten aber ganz schön viel aus. Princess Yuki, Your Highness. Samunosuke, it's really you. Oh, I knew that you would come to save me. I have missed you so much since you left the castle. What? Flee while you can, you worthless bug! Useless!
protected from humans. Princess, look. Vielleicht sollten wir doch auf Japanisch stellen. Samonosuke. Wake up, Samonosuke. With your current power, you are not capable of destroying our deities. We will give you our powers. We are the clan of ogres that has been subverted by the deities. Samanosuke, defeat and seal their souls to your right hand. Destroy all the demons. So, fortune has smiled upon me this day. With the power of this gauntlet, I will destroy all of those monsters. All of them. And save the princess. Ich bin richtig euphorisch hier mit dem Spiel. Dieses Objekt wurde genommen. Anweisung für Krieger. Seelen absorbieren. Halte B gedrückt, um die Seelen zu absorbieren, die sichtbar werden, nachdem du Dämonen besiegt hast. Seelenarten. Rot. Verbessert die Kraft deiner Sphären, Elemente, Schwerter und Objekte. Blau stellt deine Oni-Energie wieder her, gelb stellt deine Gesundheit wieder her. Warum nicht grün? Oni-Angriffe. Ah, drücke Y, um mit einem Oni-Angriff zu attackieren. Wenn du eine Sphäre ausgerüstet hast, mit jedem Oni-Angriff wird ein wenig deiner Oni-Energie verbraucht. Verbesserungen. Verbessere deine Sphären, Elementschwerter und Objekte, indem du die absorbierten roten Seelen nutzt. Wie man verbessert. Siehe in einen Oni-Spiegel und wähle Verbessern, um zu Verbesserungen im Bildschirm zu gelangen. Wähle ein Elementschwert oder eine Sphäre aus und halte A gedrückt, um den jeweiligen Gegenstand mit Seelen zu verbessern. Kräuter, Pfeile und Kugeln werden immer dann verbessert, wenn du A drückst. Okay. Anweisung für wahre Krieger. Wie gesagt, die englische Sprachausgabe ist echt Müll. Aber irgendwie will ich es doch behalten. Hallo? Das ist ein Oni-Spiegel. Hier kann das Spiel gespeichert werden. Oh, ja dann. Ich möchte speichern. Erstmal verbessern. Kann ich nur die Kräuter verbessern? Ich habe ja noch gar keine Seelen. Was will ich denn da noch verbessern? Aber warum kann ich meine Objekte nicht verbessern? Ein Schwert habe ich, okay. Ja, dann speichere ich erstmal. Speichern. Es ging schnell. Ja, wo gehe ich denn jetzt lang? Ach ja, das wollte ich nochmal nachgucken. Dokumente, Anweisung des Kriegers. Kommt man das nicht hier irgendwie machen? Vielleicht auf Select. Auszeichnungen? Nee, das will ich jetzt nicht. Genau, Steuerung. Waffe bereithalten. Es wird automatisch auf Feinde gezielt. Schwert wechseln. Charakter muss stillstehen. Nur wenn du mehrere Schwerter. Schwerter auch im Inventar wechselbar. Blocken, linken Charakter bewegen. Moderne Steuerung. Ah, okay. Ach so, mit dem Steuerkreuz ist die klassische. Ah, ich verstehe.
Wo wir RBs anvisieren, das wird automatisch auf Feinde gezielt, okay. Okay. Ah. Ja, und das ist diese Klon. Ah, okay. Ja, es hat auch was, aber da möchte ich mich jetzt nicht mehr reinfuchsen, muss ich ganz ehrlich sagen. So kommt man dann ausweichen, das ist schon cool, das, ja, aber so geht's natürlich auch, so ist natürlich viel einfacher. Weil ich weiß immer noch nicht, wo lang ich muss. In das Loch? Aus diesem Loch ist das Monster gekommen, aber wo ist Prinzessin Yuki? Aber ich habe keine, okay, muss ich das doch vielleicht mit A einfach hier aktivieren, Tatsache. Oh. Warum öffnet er die Karte manchmal? Aber wenn man so steht, kann man schon geil so ausweichen. Blockt der Impf ein. Okay. Ja, es ist schon eine düstere Stimmung hier. Sind die Seelen wieder weg? Ah ne, Seelen, okay, da. Lasst mich rein! Das hat schon ein bisschen das Resident Evil Feeling hier. Kein Ton und dann nur das Stampfen. Hurry! Monsters! Close the door, now! But someone is there! Go get him! Oh! Okay, da manchmal die Kamera wechselt, das ist ein bisschen eklig. Okay. Ich glaube, wenn ich... Ich muss mal kurz testen. Okay, so öffnet er die Karte. Okay, ich drücke immer automatisch manchmal in den linken Analogstick rein. Ah! Ich bin der waschechte Samurai. Oder der Ninwaka Samurai. Open the door! I've killed all the monsters! He killed? Huh? What should we do? You! Sorry. We are very sorry. Please forgive us. What happened to you? They came out of nowhere and attacked us. The keep may have also been attacked by them. The keep is ahead of us that way? Right. The forest road there is a shortcut to the keep. I see. Gib mir was. Ich klicke in einer Welt um. Die haben meine Kameraden einen nach dem anderen abgeschlachtet. Ich hätte nie gedacht, dass die Dinge mal so enden würden. Wir haben die erste Befestigung außerhalb des Burgfrieds blockiert, aber für ein Monster wäre es einfach, da durchzubrechen. Herr, bitte eilt so schnell wie möglich zum Burgfried und rette Prinzessin Yuki. Ich habe gesehen, wie ein riesiger Schatten die nördliche Steinmauer nahe des Burgfrieds raufgeklettert ist. Was war das? Kommen hier eigentlich die Monster, spawnen die Monster wieder, wenn ich hier wieder reingehe? Hier nicht, okay. Ah, hier. Bitte, hilf mir. Ein doppelgehörntes Monster hat mich angegriffen. Oh, das hört sich ja sehr einladend an. Hm.
Ist hier auch irgendwo ein Speicherpunkt? Oder... Aha! Habt ihr da irgendwas blinken sehen? Ich habe jetzt nichts blinken sehen, das ist interessant. Also sollte ich doch vielleicht immer alles hier mal abklappern mit A. Wäre vielleicht sinnvoll. Hätte ich das eher gewusst, okay. Wow. Was für ein riesiges Loch, ob die Monster dafür verantwortlich sind. Ich komme nicht auf die andere Seite, ich kann wohl nicht zurück. Wenn ich in das Loch hinabsteige, runter. Komm, gehen wir mal runter. Boah, verdammten Fledermäuse. Aha, das sehe ich aber. Dieses Objekt wurde genommen. Karte unterirdischer Tempel. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, einfach weil ich so diese japanischen Bauten einfach liebe. Ey, hey, 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 hey. Wo ist er? Ja. Alles mit der Kamera ist manchmal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man muss auch sagen, das Spiel ist ja auch jetzt schon ein paar Jährchen gealtert. Warum komme ich hier nicht hoch? Ah. Ich muss A drücken, um hochzukommen. Oh. Es sieht so aus, als ob dieser mumifizierte Mönch diesen Tempel bewachen sollte. Hier ist eine grüne Schriftrolle. Ob ich sie wohl mitnehmen soll? Stimmt. Suogens Notiz. An den Tapferen, der diese Schriftrolle gefunden hat und sie jetzt liest. Ich bitte dich, alle anderen Gedanken zu verbannen und meine Worte zu beherzigen. Es gibt einen Handschuh der Oni, der seine Kraft aus den Seelen derer bezieht, die von den Dämonen getötet wurden. Meistere seine Geheimnisse und dir wird große Macht zuteil. Vergiss nie, ohne die mysteriöse Kraft der Oni wirst du den Dämonen nicht gewachsen sein. Der ist aber sehr vorausschauend. Aha. Ich brauche nur einen Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt wäre schön, aber ich glaube, die Speicherpunkte sind hier rar gesät. Aha, I. Oh, da kommt ja noch einer. Hilfe! Ah, da ist noch einer! Hilfe! Oh, heilen, heilen, heilen. Oh, sehr nice. Oh. Seriu. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tut mir leid. What? Kraft, die Menschen gegen der unterdrückt. Okay. Erwischt. Tagebucheintrag. Meister Suogen und ich haben das Monster Monster verfolgt, das Leute in der ganzen Stadt entführt hat und es hat uns zu dieser Höhle geführt. Die Höhle scheint ein Nest für schreckliche Kreaturen zu sein. Selbst Monster, wie ich sie in meinen kühnsten Albträumen nicht vorstellen konnte, existieren hier. Sie nennen sich selbst Dämonen. Das Sonnenlicht hassend lehnt sie seit Urzeiten unter der Erde, noch bevor die menschliche Rasse entstand. Mein Meister hat schon beschlossen, die Höhle zu erkunden. Ich bin zuversichtlich, dass es ihm gelingen wird, die Dämonen zu bannen. Bannen, okay. Ich bin von Mut und Glauben erfüllt und deshalb ohne Furcht vor den Monstern. Also werde ich mein künstlerisches Talent nutzen, um alles aufzuzeichnen, was ich sehe. Das wird wohl das bizarrste Buch der Geschichte, Samyu. Ich mag schon die Zeichnung irgendwie dahinter.
aber eine Waffe wäre mir lieber gewesen. Da geht's weiter. Dieses Objekt wurde genommen. Blitzbeere. Tja. Okay. Das ist, scheint unsere Energie da oben zu sein. Dennoch hätte ich gern ein Save Point langsam. Hier steht eine Holztruhe mit einem Zahlenmechanismus. Kann ich auch einfach raus? Was war denn das hier mit dem Dokument? Das war's nicht. Das war's auch nicht. Aber warte mal, da ist schon mal eine 1. Kraft, die Menschen gegen. Ich weiß halt nicht, was wir. Warte mal. Ah, ich glaube, warte mal. Ist das, das ist. Warte. Also ich kann die Rüstung. Oh, okay, hätte ich das eher gewusst. Hoppala. Ja. Warte mal, wieder so? Kann das sein, dass es dann sogar richtig ist? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es was anderes ist, aber so würde es richtig aussehen. Oh! Strickleiter, okay. Wofür die ist gut? Wofür die ist gut, junger Padawan. Objekte. Strickleiter. Diese Strickleiter wurde aus den haltbaren Fasern des der Hanfpflanzen hergestellt. Ich weiß aber nicht, wofür sie gut ist. Was ist da? Ah. Oni Magatama. Magatama. Was ist das? Dieser bläulich krumme Edelstein verbessert die maximale Menge der Oni-Kraft. Ah. Aber wenn ich es einsetze? Ist das temporär? Wo sehe ich ihn überhaupt? Ich würde gerne sehen, wie viel HP ich insgesamt habe, aber ich sehe das gerade nirgends irgendwie. HP etc. etc. Nice. Okay, aber erstmal, ich beende jetzt hier erstmal die Folge, fällt mir gerade mal ein. Weil wenn das Spiel nicht so lange geht, müssen es ja nicht so lange Folgen sein. 35 Minuten finde ich schon ein bisschen sogar zu lange. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich weiß, dieses Spiel ist nicht jedermanns Sache, aber ich habe einfach Bock drauf. Und ich will ja, ich spiele halt darauf, wo ich Bock habe. Damit müsst ihr leben oder ich, je nachdem. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem geschaut. Wenn nicht, habe ich hier umsonst geredet. So, macht's gut und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.